Herzlich willkommen bei Skibas Youngtimer Kaufberatung. Heute mit einem Audi S6 Typ C4. Wir hatten ja schon einige C4 Modelle hier unter der Videolupe, und zwar einen Audi A6 und auch einen Audi 100 S4 2,2 Liter 20 V Turbo. Hier haben wir einen Audi S6 Avant aus dem Modelljahrgang 97. Kurz zur Historie von den A6 C4 bzw. S6 C4 Modellen. Bauzeitraum ist hier von 794 bis 797, wobei es im Modelljahr 97 noch eine kleine Änderung gab, zumindest für die Motoren, was den Fünfzylinder angeht. Und zwar hatten die 97er Jahrgänge ab Werk die Euro 2 Norm, bedingt durch anders konfigurierte Katalysatoren. Hier haben wir so ein Modell. Es gab zu dem 5-Zylinder 20V Turbo mit 230 PS, der hier die Motorkennung AAN trägt, auch noch den 4,2 Liter V8 mit dem 290 PS AEC Motor, verblockt mit einem Automatikgetriebe oder wahlweise mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Auch für den 5-Zylinder 20V Turbo gab es serienmäßig ein 5-Gang-Getriebe, optional auch das begehrte, heute begehrte 6-Gang-Getriebe und auch eine 4-Gang-Automatik. Wir haben hier ein S6 20V Turbo mit dem Automatikgetriebe. Auf die motorische Seite gehe ich jetzt heute nicht näher ein. Das hatten wir schon bei dem US-Modell von dem Audi 100 S4, der den gleichen Motor hat. Da war der Bauzeitraum ja schon seit 91 bei den Audi 100 Modellen als S4. Zu den Schwachstellen bei dem S6 sei angemerkt, dass hier die Problematik des Rosts natürlich auch auftreten kann, vor allem an den Bereichen des Kotflügels vorne. Hier in dem Bereich hat man oftmals schon Fahrzeuge gesehen, die dort rosten. Auch hier unten, wenn die Leisten irgendwann so verfault sind, dass sich drunter halt die Feuchtigkeit hält, wird irgendwann auch dort Rost zu finden sein. An der Motorhaube hier sollte man auch immer mal einen Blick werfen, wenn man sie offen hat. Genauso wie hinten an der Heckklappe. Da ist oftmals auch mal Korrosion zu finden, und zwar in diesem Bereich hier. Das liegt offenbar daran, dass hier das Spritzwasser hier nicht ablaufen kann und sich hier in diese Sicke hält, ja, und dann über Jahre hinweg dann halt den Lack angreift und es dann zur Korrosion kommt. Ja, was gab es an Ausstattungen? Der S6 war ja sowieso schon immer ganz gut ausgestattet, das heißt, serienmäßig hatte er Sportsitze. Hier in dem Fall mit Satinstoff. Wahlweise gab es natürlich auch Komfortsitze, aber selten anzufinden. Das musste man dann, glaube ich, extra damals so bestellen. Es gab dann auch hier das Dreispeichen-Sportlenkrad. In dem Fall hat der Eigentümer hier noch einen extra Lederbezug drüber gespannt, weil wahrscheinlich das Leder nicht mehr so toll ausgesehen hat, weil der Wagen hat hier eine Laufleistung von 258.000 Kilometer, was wiederum auch natürlich für die Haltbarkeit des Motors spricht und auch überhaupt für die ganze Verarbeitung des C4, weil das Auto fährt sich hier nicht unbedingt wie ein Auto, was 260.000 gelaufen hat, sondern eher 100.000, alles schön straff. Allerdings hat dieser Audi S6 auch keinen Wartungsstau, ist immer was gemacht worden. Insoweit ist so ein Auto halt schon gebaut fürs Leben. Hier typische Stelle bei der Laufleistung, Sitzwange, ja, kann man aber machen. Ein Sattler, also diesen Satinstoff gibt es noch bei Audi neu. Man kann sich auch gucken, ob man den irgendwoher gebraucht bekommt. Und dann so ein Sattler macht so eine Arbeit in der Regel für 40, 50 Euro, zumindest hier diese Seite. Wie gesagt, Sportsitze, Sportlenkrad, drei Speichen, Leder. Es gab an Extras Tempomat. Dieser S6 hat ein Tempomat. Es gab die Klimaautomatik, Sitzheizung. Wir setzen uns mal rein. Es gab ein Soundsystem hier. Das teuerste war das Audi Delta Bose. Hier ist ein Delta, aber ohne Bose. Es gab, wie gesagt, Sitzheizung. Hinten gab es auch Sitzheizung. In dem Fall haben wir die sogar.
Die erkennt man dann hier an den Rändelrädern, ja, sollte man auch mal ausprobieren, aber braucht man nicht unbedingt. Ein Schiebedach mit Vorwählautomatik, hier, das ist auch der Unterschied im Übrigen zu dem Audi 100, weil da habt ihr nur einen Knopf zum Drücken, da muss dann gehalten werden. In dem Fall haben wir hier die Glasausführung, es gab das gleiche nochmal als Stahlschiebedach. Es gab darüber hinaus Bose Soundsystem, es gab CD-Wechsler, sechsfach hinten dann im Kofferraum verbaut. Hier auch ein Goodie, eine elektrische Sitzverstellung mit Memory. Hier haben wir die Sitzverstellung. Auch das kann man natürlich mal checken, ob das funktioniert. Und das funktioniert auch in dem Fall. Es gab Wurzelholzdekor, hier sehen wir es. Wahlweise auch Carbon-Interieur, was glaube ich insgesamt auch beliebter ist, weil es ein bisschen sportlicheren Touch hat. Es gab Rollos für die Fenster hinten. Manuell hat dieser Wagen nicht. In Verbindung mit dem Heckrollo. Dann hat er hier natürlich auch nicht. Es gab eine Lederausstattung, es gab die Mittelarmlehne, hier haben wir sie im Staufach. Es gab auch noch eine Freisprecheinrichtung. Es gab auch noch elektrisch anklappbare Spiegel. Der hat hier nur die serienmäßige Geschichte, also mit der elektrischen Verstellung und Beheizung. Aber wenn dann quasi diese, Funktion der des Anklappens hier dabei wäre, dann wäre hier noch im Prinzip ein separater Knopf zu finden. Ja, serienmäßig steht der S6 auf drei verschiedenen Felgen. Also das kommt drauf an, was der Erstbesitzer bestellt hat. Regulär hat er eine 15 Zoll Felge, also ich glaube 7,5x15 mit einer Komfortbereifung, die dann mit 215, 60, 15 gefahren wird, wie damals beim Audi 200 Quattro 20V. Macht das Auto natürlich sehr komfortabel. Darüber hinaus gab es dann auch eine 16 Zoll Konfiguration, 8x16 mit 225, 50, 16. Das wäre dann, Moment, da muss ich überlegen, das kann auch sein, dass es beim Audi 100 war, weil es gab den S6 eigentlich dann mit der Avus-Felge in 16 Zoll und dann auch optional die sogenannte Bolero-Felge in 8x17, wo man dann die Reifengröße 245, 40, 17 fährt. Ja, insgesamt natürlich seltene Autos. Spitzenmodell war im Übrigen hier von der C4-Baureihe dann nicht der S6 mit dem V8, sondern eigentlich der S6 Plus Typ Q1. Meistens ausgeliefert in der typischen Farbe Nogaro Blau Perleffekt und innen Alcantara mit blauen Ziffernblättern. Diese Autos sind natürlich noch seltener und vor allem deswegen interessant, weil hier als Hersteller nicht Audi drin steht, sondern die Quattro GmbH und der Typ dann auch sich Q1 nennt. Vom Avant wurden im Übrigen 855 Fahrzeuge gebaut, von der Limousine lediglich 97, Achtung, davon sind glaube ich nur noch 11 zugelassen. Aber auch hier von dem 20V Turbo gibt es natürlich nicht mehr so viele, vor allem geht es dann darum, wie ist der Zustand von der Karosserie, wie ist die Substanz, wie ist die Historie von dem Auto. Das ist natürlich alles zu prüfen, wenn man sich für solch einen Wagen interessiert. Hier haben wir ein wirklich gutes Exemplar, trotz der Laufleistung, da sollte man sich nicht abschrecken lassen. Wie gesagt, wichtig ist auch, wo die Autos gelaufen sind und wie das aussieht mit Wartungen. Hier war der Wagen halt auch die letzten 7 Jahre in fachkundiger Hand. Es wurde immer viel gemacht an dem Wagen, auch jetzt kürzlich erst der Zahnriemen und der Zylinderkopf wurde überholt. Automatikgetriebe, das ist ja auch immer ein Thema, sind regulär etwas niedriger gehandelt als die Schalter. Das liegt auch daran, dass halt der S6 halt diesen sportlichen Habitus hat und die Automatik eigentlich, wenn man es dann richtig sportlich haben will, nicht so ganz aufkommen lässt, ja, weil das hat auch damit zu tun, dass die Software bei dem Automatik etwas anders gestaltet ist. Ja, fehlt die sogenannte Overboost-Funktion. Das heißt, beim Schalter hat man, wenn man schnell Vollgas gibt, 0,1 Bar Ladedruck mehr. Das ist der sogenannte Overboost. Das hat Audi hier bei der Automatikvariante bewusst weggelassen, um Schäden vielleicht zu vermeiden, da das Automatikgetriebe in der Regel schon etwas höher belastet ist als der Schalter. Heißt aber nicht, dass der Schalter auch nicht kaputt geht. Also Sechsganggetriebe habe ich selber auch schon gehabt, die dann auch schon her tolle Geräusche gemacht hatten, von was die Lagerung angeht, also Schleifgeräusche. Aber ja, es gibt auch einige, die
hier die Automatikvarianten umbauen auf Schalter auch schon gesehen. Das macht natürlich nur Sinn, wenn das Auto wirklich top ist. Ja, ansonsten, wir haben ja, wie ihr sicher wisst, eine neue Webseite, die sich da nennt www.skiba-youngtimer.de. Bitte schaut gerne rein, hinterlasst Einträge im Gästebuch. Ich freue mich für jedes Lob, Anregung und Kritik. Wir bieten ja darüber hinaus auch Kaufbegleitungen, Kaufberatungen für Fahrzeugkäufe, was Youngtimer angeht. Da sollte man immer überlegen, ob man nicht vorher, wenn man sich in diese Materie bewegt und nicht jetzt die ganz große Ahnung hat, sich fachkundigen Rat holt. Ich bin dafür gerne immer zu haben. Das könnt ihr auf der Webseite bei mir sehen unter Leistungen. Schaut mal rein, was wir an Fahrzeugangeboten haben. Diese wechseln natürlich immer stetig. Dann haben wir viele tolle Bilder drinne von meinen automobilen Highlights der letzten 20 Jahre. Es sind nicht alle drin, aber die mir am wichtigsten erschienen. Also ganz interessante Sachen. Bis dahin erstmal soweit hier mit dem S6 20V Turbo, 5-Zylinder, Automatikgetriebe mit 230 PS und 350 Newtonmeter Drehmoment. Euer Ralf Skiba sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schaut gerne rein. Ich verabschiede mich jetzt. Bis dahin, euer Ralf Skiba. Ciao, ciao, tschüss.